Und schon wieder zurück in Thallenberg. Herr Robert hat uns beauftragt, noch ein Lager auszuheben, und zwar dort. Ob wir sofort aufbrechen sollen? Ich weiß es nicht. Ich würde gern vorher nochmal auf Klo. Ja, natürlich. So, den schnapp ich mir. Ja! Und hier falle ich bestimmt vom Hocker. Nee. Genau, die ganzen Sachen sollen erstmal wieder in die Truhe. Oder hab ich das so gerade gemacht? Hab ich doch gerade gemacht, glaube ich. Nein, hab ich nicht gemacht. Ja! Oder kann man Pferd 1 noch verkraften? Ein Lager. Ja, eigentlich schon. Ja. Na komm, egal. Ich bringe jetzt den Scheiß erstmal kurz nach Hause. Und danach gehen wir zum nächsten Lager. Kann ich auch gleich ein bisschen Retterschnaps kaufen, das wird auch gleich wichtig. Ja. Moin. Seid gegrüßt, werter Herr Ritter. Wie kann ich dienen? Schön, dass ihr so freundlich sind. Lebe wohl. Lebe wohl? Oh, hä? Wo kommt so viel Geld her? Reden wir über den Preis. Ist gut. Ich gebe ihm ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. Hier. Und etwas für die Mühe. Danke. Tausend Dank. Jo. Wie sieht der Ruf jetzt aus? Immer noch 83. Mist. Achso, die Steinhauer sind das Problem. Scheiße, das wäre gar nicht nötig. Und der Ledatschko, wo ist das Problem? Dorfbewohner. In Mehojet, wo ist das Problem? Dorfbewohner und Waffenknechte. Was zum Teufel soll ich denn mit den Waffenknechten gut haben? Na. Dorf gepfiffen. Ups, schnell die Sachen vom Pferd zu mir. Hüpf, hüpf, hüpf. Und ab in die Kiste. Okay, trinkt was, das vollkommener Quark, sich damit rum abzuschleppen. Kohle ist auch einfach nur schwer. Ich hab schon wieder verkackt, mein Brüstzeug. Naja, jetzt passt es. Achso, vielleicht eine Stunde schlafen. Umsonst speichern. Nee, ist Blödsinn, wir sowieso gleich speichern, wenn wir da sind. Hopp. Und die Reise geht da in den dunklen, dunklen Wald. Ja. Fliegen. Okay, ich versuch's mal querfeldein. Oh, ist aber ganz schön. Finde ich echt cool. Okay, vielleicht holt er ein bisschen weit aus für so einen kleinen Bach, aber ansonsten ganz nett. Uah, hier geht's ja fies runter. Okay, wo soll das Ding denn sein? Ach kacke, ich bin ja schon da. Sieht man was? Ich sehe nichts. Da ist was. Ja. Nur ein Angelplatz. Da hinten ist das Lager. Okay, ist wieder Zeit zu speichern. Vielleicht gelingt ja noch ein
gelingt es dann noch ein Lager auszuheben. Wobei ich langsam das nicht mehr glaube. Wir haben viel zu laute Sachen an. Wir sind halt mega gut gerüstet, dafür braucht der laut. Oh, das frustriert. Boah, what? Alter, werden die immer stärker? Boah, Kollege, was? What the fuck? Ey. Der ist zu stark. Boah, fuck. Nein, da kommt noch mehr. Okay, das sind viel zu viele. Ich könnte mich ja jetzt auch einfach durchspeichern, aber wie dämlich wäre das denn? Da, ah, er hat mich gerade genau eben gesehen. Jetzt hat mich aber auch zugekippt mit Stoff. Nein, nicht ich. Wer bist du? Nehmt ihn. Er ist unbewaffnet. Fuck, da ist ja noch einer. Ey, das ist jetzt aber nicht. Was ist das für ein Kackbug? Ey, okay, das ist aber nicht fair. Ey. Ey, das geht gar nicht klar. Alter. Keine Pfeile mehr. Ey, das ist doch einfach nur ein kackter Dreckswitz. Klar kommt nur noch ein anderer. Ey, wie viele Lebenspunkte hat er denn? Okay, jetzt bin ich gleich tot, oder was? Alter, da hinten laufen sie. Puh, das war eine schwierige Geburt. Durch bin ich noch lange nicht.
Ei, Hase. Na, das Metallschiff will ich gar nicht haben. Oh Mann. Klar, ich habe keine Pfeile. Ich habe auch gerade eben noch erzählt, ich hätte gerne noch Pfeile gekauft. Jetzt habe ich nur so billige Scheißteile. Das wäre ja nix. Hä? Lag das Ding gerade eben auch schon da? Ja, es nützt doch nichts. Ich kann das eh nicht mehr gewinnen. Das muss ich nochmal cleverer anstellen. Ja, okay, das war provoziert. Ja, da wird jetzt sowieso nichts mehr. Gib Gas! Ja. What? Ja, also, die sind immer noch hinter mir her. Also ich gebe auf. Komm her, kill mich. Ah, schon wieder keine Pfeile mehr, wie immer. Ach, zwei Stück, das bringt doch auch nichts. Hab ich ihn im Arm geschossen jetzt, oder wie? Kannst du nur aus 2-10 Meter Entfernung verkacken, Heinrich, ohne Scheiß. Ach so, jetzt nimmst du die Hand, das ist natürlich super clever. Götzi! Im Leben nicht gedacht. Er ist sogar im Boden versunken. Alter. Hallo, Kritikoman Sharks vielleicht? Thank you.
Na klar. Okay, ich habe nicht vor, da nochmal hinzugehen. Wieso bin ich jetzt hier oben auf Nahkampf aus? Das geht doch eigentlich überhaupt nicht. Ich glaube, da müssen wir mich clever ausstatten. Cleverer. Okay, auf jeden Fall sehe ich zu, dass ich jetzt zurück nach Timeberg komme. Oh, ich hätte so schwören können, dass ich jetzt noch überfallen werde. Oje, oje. So langsam ist die Luft doch raus. Das Rad sah erst komisch aus. Grüß dich! Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Das sind gute Neuigkeiten. Wie es scheint, können wir endlich durchatmen. Es gibt keine Anzeichen auf weitere Kumanen. Yay. Ich muss sagen, du hast mich beeindruckt. Vielen Dank, Hauptmann. Aber es wäre eine Schande, dein Talent nicht zu nutzen. In Sasau sollen die Straßen noch unsicher sein. Und in der Gegend um Scarlitz ebenso. Räuber sollen dort ihr Unwesen treiben. Ich kümmere mich gerne darum. Gut, in Sasau musst du dich aber zuerst bei Herrn Sebastian melden. Er ist der Kustos des Klosters und für die Sicherheit der Region verantwortlich. Er wird wissen, wo die Schurken zu finden sind und sich über einen Helfer freuen. Ach Quatsch, verstanden, echt? Hauptmann. Ich breche gleich auf. Das kenne ich ja noch überhaupt nicht. Briganten? Das kenne ich wirklich ich nicht. Ich habe Trophäen. Zeig her. So viele. Junge, du wütest, als wärst du Gottes Vollstrecker. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidigen kann? Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Sogar bei der Verteidigung? Ich denke... Was ist mit Normalschwert? Ich wäre gern... Selbst... Ich möchte meine Technik ver... Gut. Oh, aber nur gegen sehr schön, Silber. Das geht. Passt schon. Jetzt passt gut auf. Yeah. Geht das nochmal? Ich wäre gern... Selbstverständlich. Ich will ein... Es ist noch kein... Nee, Meister ist noch ich denke darüber nach. Kann ich mir davon jetzt irgendwas kaufen? Nee. Nein. Hui, ja. Weiß ich auch nicht mehr genau, wie es weitergeht. Also, was meint der? Briganten sind in Sasau, aber die werde ich auch jetzt nicht im Ernst auch noch aufsuchen. Ach doch, stimmt, so war das. Ich erinnere mich ganz dunkel. Aber mir war ja eigentlich erst nur mein Ruf wichtig. Der ist in Timeberg auf 84, also nochmal gerade gestiegen, das ist gut. Merhoyet war noch nichts, aber Merhoyet spielt auch, glaube ich, jetzt später eine wichtige Rolle. Der Tetschko könnte man mal aufsuchen. Oder man macht eben eine Quest, wo Merhoyet mal drin vorkommt. Aber das wäre, glaube ich, die mit der... Ich nenne sie jetzt mal Pest. Na, vielleicht nicht ganz gerade. Ja, ich glaube, so langsam muss man sich doch mal in Richtung Kloster aufmachen. Ich habe halt da zwar ein Bett. Das ist halt auch mega weit ab vom Schuss. Das nervt mich so ein bisschen. Ich kann ja mal kurz in Merhoyet vorbeischauen. Vielleicht gibt es ja dazu für mich eine Quest.
Oh, warte mal, kann ich das abbrechen, die Reise? Kann ich nicht. Mist. Jetzt hätte ich mal die Sachen noch gerne voreingelagert. Irgendjemand zufällig? Ne, stimmt, das ist wirklich der Ort, der später eine Rolle spielt. Dann müssen wir wirklich mal die Story ein bisschen nach vorne bringen, um eben auch ja, unseren Ruf nachher auch steigern zu können, indem wir eben Storys abschließen, weil so ist das schwierig. Hier ist ein unbedeutender Ort, okay. Und hier ist das Kloster. Von hier aus reite ich gleich zu der einen Schenke, schmeiß meine Sachen ab, leg mich pennen und dann war es das auch fürs Erste. Ja! Da ist es schon. Wie komme ich da an jetzt? Elegant hin. Es ist halt schon Nacht. Es ist ein bisschen blöder, es zu sehen. Oh, hier ist eine Mauer. Praktisch gebaut. Ja. Warum ist hier eine Mauer? Das ist nicht mein Raum. So, alle aufpassen, was ich gleich denke. Immerhin. Pfeile kaufen, immer noch nicht gemacht. Oh, wie sieht das eigentlich jetzt aus in so einer Truhe? Muss halt zum Bersten voll sein. Ui. Okay. Neun Hundeleder, neun Silberringe. Was ist jetzt wertvollste? Alter, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ja, die Sachen hier. Die kann man mal gut verhökern. Ich glaube, die ist gar nicht verkehrt. Ich habe 58, 58, 309. Okay, ist besser. Na gut, was soll der Scheiß? Ich gehe jetzt pennen und verabschiede mich fürs Erste. Gute Nacht.